Kohlsamen können wir gleich da reintun. Kohlsamen haben wir ja auch mehr als genug. 330, Alter, das. Die Leinsamen tun wir auch da rein. Warte, oh. Da, Leinsamen. Haben wir denn auch 781? Die brauchen wir tatsächlich gar nicht. Wie sieht's aus mit Dunk und Dünger? Ja, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen Gas geben. Bei Dunk und Dünger. Schauen wir mal, was wir dann noch mal erreichen können. Ja, ist ein schönes Spiel, aber es kommt der Punkt, wo Schluss ist. Ich weiß nicht, wenn ich das privat spielen würde, und ich sage jetzt mal so, ich spiele, also wirklich spielen im Sinne von spielen, würde ich tatsächlich, wenn ich jetzt jeden Tag so eine halbe Stunde, Stunde spiele, ich würde das definitiv weiterspielen als nur bis hier. Aber ich sag mir auch, die Leute, denen ich das jetzt so wie euch jetzt zeige, die sind dann über kurz oder lang echt gelangweilt. Das ist leider die Tatsache. Die sind dann echt gelangweilt. Und das ist ja das, was wir eigentlich nicht wollen, ne? Schauen wir mal nach, was wir hier an Dunk haben. Boah, ein bisschen was können wir hier mitnehmen, ne? So. Unsere Tiere machen ja genug. Andrina! Du musst trinken. Ich spiele immer 2 Tage sehr ausgiebig. Und dann lasse ich es für 2 Wochen liegen. Ja, genau das meine ich, Andreas. Du bist jetzt quasi so an dem Punkt, wo du nicht mehr so intensiv spielst, ne? Das ist genau das, was ich meine. Trockenfleisch haben wir noch eins. Und dann haben wir nichts mehr. Oh Gott. Ja, holen wir uns mal was. Ja, und Essen, ja. Ich weiß gar nicht, ob die noch genug Suppe da hat. Leute! Ihr habt da drin eine Holzrichen, da könnt ihr drin spielen. Warum hier draußen? Otto! Hallo. Ich habe einen Edelreizgeck gekriegt. Sehr schön, danke schön. Auf Wiedersehen, die lass dich mal anschauen. Du bist mit 53% glücklich. 4 Jahre alt. Ich möchte sehen, dass du noch älter wirst. Also die nächste Stufe würde ich schon noch ganz gerne sehen. Naja. Eltern sind Rajimir und Hanuta. Wo sehe ich eigentlich meine eigene Stimmung? Hab ich selber auch eine Bestimmung? Arbeitsplatz zuweisen. Ich kann ihm keinen Arbeitsplatz zuweisen. Wieso nicht? Der ist zu jung zum Arbeiten. Guck dir das mal an, die kleine Zipfelmützen-Gang hier. Dung und Dünger brauche ich Stroh, ne? Ja, das ist die Frage. Wann wird er... Ach nee, ich wollte jetzt erstmal was nach was zu essen gucken. Ob die hier ein paar Süppchen gekocht hat, die Milady. Aber wieso komme ich denn hier so schwer in die Hütte rein? Die Lady, die müsste doch hier schon mal... Guck mal, Honigwabe. Wo sind denn die ganzen Suppen hin? Oh, hier, Verdorbenes. Das nehmen wir auch mal mit raus. Ja, die kann auch nichts. Die Frau kann einfach nichts. Guck mal, wir nehmen mal den Kohl hier. Dann nehmen wir mal dit Fleisch. Und dit Fleisch. Und dann müssen wir uns noch ein paar Schalen holen. Geht's dir gut, Andrina? Warum? Was ist los? Warum soll es mir nicht gut gehen? Ach, guck mal hier. Stimmung? Nein.
Raus aus dem Topf! Hallo. Mach's gut. Have a good day. So. Nein, nicht Feuer. Topf. Brei. Suppe. Hier. 158 Suppen. Ich glaube, unsere Dorfbewohner haben auf Ewigkeiten zu essen. Wie kommst du darauf, Philipp? Ach so, geht's dir? Du wolltest wissen, wie deine eigene Stimmung... Nein! Von Rajimia! Ja, Bunny Brown. Was ist los bei euch? So, Fleisch bleibt jetzt hier. Die Suppe bleibt hier. Den Fliegenpilz lassen wir hier. Die Holzschalen nicht. Den Kohl, ein Kohl haben wir übrig behalten. Kohlsuppe, da behalten wir ein bisschen was in der Tasche. Geht's dir? Nein, ich meine jetzt so ernsthaft kann man nicht irgendwie, warum sieht man die eigene Stimmung nicht? Oh Gott. So. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich für Dunk und Dünger brauche. Stroh, ne? Ach, Menno. Ich mache heute wieder alles und möglichst alles zeitgleich und quer durch den Gemüsegarten. Gestern war ich so schön strukturiert im Stream, heute wieder alles quer durch den Gemüsegarten. Was ist los? Ich glaube, das ist schon die Vorbereitung auf den morgigen Stream. Ich glaube, das ist schon... Innerlich bin ich schon wieder am Überlegen, ob ich mich erhängen, erdrosseln, ertränken oder was auch immer soll. Ich glaube auch. Das passt, ich glaube auch. Ja. Pass auf, jetzt brauche ich gleich keinen Stroh dafür. Was brauche ich für Dunkdünger? Ich will jetzt nicht dahin gehen und gucken. Kann einer mal das Pisswetter abstellen? Ich werde ganz nass auf dem Kopf. Mein Strohhut hat nicht mehr dieses schöne Gelb und nässt langsam durch. Boah, ihr seid heute richtig gut. Ich bin richtig begeistert. Ihr wollt mich nur laufen sehen. Wenn es hart auf hart kommt, reiten wir sowieso durch die Lande und erkunden alle Tiergebiete und schalten die auf der Karte frei. Oh ja, Happy Nas. Und wohlige Düfte wünsche ich dir. Zweimal AA für Dünger oder zehnmal Verdorbenes. Warum sammle ich Stroh, weiß ich auch noch nicht so genau, ne? Frohes Eis aufklopfen. Ah ja, Stroh brauchen wir ja sowieso immer, ne? Irgendwer muss ja auch Dings machen. Frauenlogik!
Was heißt hier Frauenlogik? Neunzig, 92. So. Ach, meine Logik unterscheidet sich, glaube ich, noch von der normalen Frau, glaub's mal. Wenn die normale Frau logisch denkt, dann ist das bei mir verdorben. Alles kaputt gegangen. Aber wie schnell er hier im Regen nicht mehr laufen kann, ne? Himmel, Himmel, Himmel. So. Gucken wir mal. R, E, F. Zehn Sekunden. Und die Sache ist erledigt. 438 Dünger. Dann haben wir hier auch noch Verdorbenes. Warte mal, hier war auch noch Verdorbenes drin, ne? War das nicht so? Ja, hier guck mal, 116. Die nehmen wir gleich dazu. So. REF. Nochmal 77 Dünger dazu. Ein Feld hat 49, richtig? Ja. So. Dann können wir das auch... Ach, können wir auch gleich hier lassen, ne? Ich bin auch doof. Dünger. 515. Also, genug für alle Felder. Für die nächsten 10 Jahre. Das Verdorbene schmeißen wir auch noch rein. Unsere Fackel ist sowieso bald kaputt. Und wir müssen die Schalen wieder wegbringen. Sonst meckert die kleine Truller da beim Kochen, dass sie keine Schalen hat. Wenn ich... Kann man den Mond dreschen? Ganz andere Frage. Habe ich schon ein Mondfeld? Ich habe noch nicht mal ein Mondfeld. Ich habe noch nicht mal ein Mondfeld. Oh, was ein Pisswetter. Ein Wunder, dass die draußen arbeiten. Arbeiten die denn? Ja. Die machen das Kohlfeld fertig. Sehr gut. Nee, nix Kohlfeld. Die machen das Flachsfeld fertig, oder was? Ach Gott. Am Tisch, wo du Tierfutter machst, kannst du den Mohn bearbeiten. Warte mal, dann ich will mal gucken, was dabei rumkommt. Ich habe mit Mohn noch gar nichts gemacht, ne? Ah, hier. Mohn. Einmal Mohn. Saatgut wird aus Mohn an der Werkbank in der Scheune hergestellt. Kann zum Kochen in der Küche oder mit Hilfe eines Säckchens zur Aussaat auf den Feldern im Frühling verwendet werden. Das werden wir mal machen. Ich möchte ein Mohnfeld und das werden wir auch noch anlegen. Einfach mal, weil wir es können. Deswegen werden wir die auch hier reinlegen. Mohnsamen. Kann man auch in der Pfeife rauchen. Ja.
vielleicht eine Idee? Aber nur vielleicht? Ach ja, die Schalen. Ich glaube, wir werden jetzt ganz glückliche Einwohner haben, weil die so viel Suppe essen können, bis sie platzen, ne? OPQRST. Boah. War nicht das richtige. Holzschale, nicht Tonschalen, siehst du? Die und die kann auch weg. Brennholz haben wir nach wie vor Unmengen. Dunk haben wir Eimer. Eimer mit Wasser ist da. Einfache Säckchen, 170. Eisenbarren 16. Da kommt er, müsste er ja eigentlich mit klarkommen. Rein theoretisch. Komm, wir machen mal was. Da sind drei Handwerker. Und wie hat Andreas so schön gesagt, man muss die Leute ja auch mal unterstützen, ne? Man kann ja nicht nur die ganze Zeit beim Arbeiten zuschauen. Also könnte man schon, aber... Was fehlt dir jetzt? Säckchen mit Dünger. Ich weiß gar nicht, ob ich Säckchen habe. Aber Dünger, weiß ich. So. Inventar wollte ich. Wahrscheinlich nur auch das Angefangene, ne? Jo. Komm. So viel Zeit muss sein. Oh, er ist schon wieder kaputt. Warum läuft der denn nicht? Ich glaube, ich brauche hier ein Birch. Ein Birch, 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 Birch. Satan, danke schön für dein Raid. Oh, danke schön. Gestory Live, einen wunderschönen guten Abend. Säckchen wollte ich. Da, einfaches Säckchen. Nehmen wir uns mal was raus. Und los geht's. Wir unterstützen unsere Landarbeiter, damit sie in der nächsten Saison wieder faul an der Wand lehnen können. So. Und wir wollen Feld, und zwar Dünger. Und jetzt gibt Gasmeister. Hallo Satan. Ich meine die Krähe hier von meinem Feld. Und ich meine nicht mich. Guten Hunger beim chinesischen Essen, lieber Jens. Lass es dir munden. Und schön gemütlich. Vorsicht, Frau Tipptupp. Vorsicht, ganz dünnes Eis. Sonst versenke ich deinen Minion im Teich.
Das ist doch klar, du bist die Vogelscheuche. Boah, das nenne ich Liebe. Das nenne ich Liebe. Außerdem, meine Vogelscheuchen tragen zwei wunderschöne Namen. Und keiner von ihnen lautet Andrina, definitiv nicht. Guckst du, wo die zu zweit dran hühnern, hab ich ne. Bronzehacke. Nehmen wir auf die 4, ne? So. Zack. Wofür die da zu zweit hühnern? Ehrlich mal. Das mache ich in 2 Minuten fertig. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer die Landwirtschaftsarbeit alleine gemacht habe. Weil die beiden Dösköpfe das da wirklich nicht hinkriegen, ne? Und ihr merkt auch schon, dass ich mich davor ein bisschen drücke, den Zaun für das andere Feld zu machen, ne? Stell dich nicht so an! Gib Gas hier! Okay, wir lassen ihn Luft holen. Aber nur ganz kurz. Volle Energie und Gas. Guck mal. In Sekundenschnelle. War bei dem Dauerregen eingenickt. Das kann mir tatsächlich nur passieren, wenn ich im Zelt liege. Den Namen für die Vogelscheuche, der Namensgeber für die Vogelscheuche hat das selber ausgesucht. Das war nicht meine Idee. Oh, hast du mich gerade erschreckt? Sauber! Boah, was ist mit meiner Tür? Knarrt die nicht mehr oder was? Boah, da steht der Mann neben mir. Oh, mein Herz. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Wieso steht er bei mir? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.